Herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus, begrüße euch und im Hintergrund seht ihr Heroes and General. Ja, jetzt werden sich einige fragen, was ist verdammt nochmal Heroes and General? Heroes and General ist ein Free-to-Play-Spiel und mittlerweile kann man ja sagen, dass Free-to-Play-Spiele in Deutschland und auch in Europa, Amerika, den Anschluss geschafft haben. Früher waren ja eher Free-to-Play-Spiele im asiatischen Raum bekannt, aber mittlerweile haben die auch uns jetzt ein bisschen in den Bann gezogen. Vor fast ein Jahr habe ich ja mit den Simon zusammen schon mal ein Video, ein Streitgespräch auf seinem Kanal gemacht. Da ging es um Free-to-Play-Spiele. Ich war dafür, Simon musste natürlich den Part dagegen nehmen und ja, ich werde das Video unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Vielleicht habe ich ja bei einigen Aussagen recht gehabt, vielleicht aber auch nicht. Ja, meine Leute, die spielen jetzt Warframe, ist auch ein richtig gutes Free-to-Play-Spiel, aber ich kann mich damit nicht ganz so identifizieren mit diesen ganzen Zukunftsgedöns. Und ja, und dann sage ich mir, Mann, Zweiter Weltkrieg gab es doch schon lange nicht mehr. Früher gab es ja eine übermäßige Anzahl von Zweiten Weltkriegs-Shootern und ja, man wurde dann schnell gelangweilt. Jetzt kann man schon sagen, diese ganzen heutige Zeit und Zukunftszeit ist irgendwo ein bisschen abgegrast und ja, ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass Medal of Honor mit einer Frostbite 3 Engine wieder zu den Wurzeln zurückkehrt und in den Zweiten Weltkrieg zieht, weil ja, EA hat ja nun doch bestätigt, dass Medal of Honor eine Säule der ja, Spiele in den Konzernen behalten soll und naja, dann warten wir doch einfach mal ab. Gut, dann komme ich doch einfach mal auf dieses Spiel. Ihr seht schon, es ist ein Ego-Shooter mit passabler Grafik, muss ich sagen, das sehr taktisch angehaucht ist. Man sieht jetzt hier diesen Ego-Shooter Shooter-Part, aber man kann auch taktisch agieren, man kann quasi noch irgendwelche Einheiten sich holen und auf einer großen Weltkarte. Das werde ich aber im Verlauf des Videos dann nochmal richtig zeigen, dann gehe ich nochmal ins Menü, dass ich euch das so ein bisschen näher bringe. Hier seht ihr jetzt nur, wie das Spiel so aussieht. Man kann sagen, die Waffenbalance ist wirklich gut umgesetzt und ja, es ist ein Simulations-Arcade-Shooter, kann man sagen, weil nach einem Treffer fällt man manchmal um, aber nicht immer. Und ja, man merkt aber, dass die Spieler sehr bedacht vorgehen, wirklich über jede Anhöhung schleichen, hinter jedem Baum sich verstecken und versuchen im Team zu agieren. Darum möchte ich euch das Spiel so ein bisschen schmackhaft machen. Vielleicht haben ja einige Leute von euch Lust, seitdem ihr das jetzt gesehen habt, bei mir hier auf dem Kanal, dazu zu stoßen und mit mir zusammen das Spiel mal zu spielen. Und würde mich auf jeden Fall freuen, mal ein richtiges Teamspiel zu machen, weil ich denke mal, hier ist sehr, sehr viel Potenzial gepaart von Battlefield 3, kann man schon sagen, bisschen actionlastig und aber auch bisschen armer, kann man sagen, ne? Mit den ganzen anderen gedacht. Gut, dann gehen wir doch einfach mal ins Menü. Ich denke mal, ihr habt hier jetzt genug gesehen, wie das aussieht. Ich werde natürlich auch mal richtige Videos zeigen, wo ich denn alleine so ein bisschen agiere und vielleicht ein bisschen was erzähle über Spielmodi etc. Also bis gleich. So, jetzt sind wir hier im Hauptmenü und für alle Battlefield 3 Spieler ist es ja nichts Neues. Es läuft genau wie im Battlefield über einen Browser und ich werde euch das mal ganz kurz erklären, dass ihr vielleicht doch ein bisschen Geschmack findet an diesem Spiel. Ich werde jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Gut, man sieht hier drei Reiter, Charakter, Sturmtrupps, Feldzug und hier sieht man seine ganzen Errungenschaften oder Geld, was man bis jetzt erlangt hat. Ich habe wirklich schon ein bisschen Geld investiert, um euch nicht nur den ganz normalen Soldaten zu zeigen, sondern auch ein, was habe ich noch? Einen, ja, Panzerfahrer und einen Scharfschützen. Gut, hier, das sind die Punkte, die man im Spiel erlangt. Es ist nicht so wichtig, ob man jetzt 100 Leute da killt. Mehr ist es, oder mehr Punkte kriegt man, wenn man gewisse Funkstationen einnimmt oder als Verteidiger wirklich die Funkstation verteidigt, etc. Und das sind hier Punkte, Kriegsmittel, die nutzt man für Sturmtrupps. Da kann man eigene Truppen bauen, kann ich jetzt sagen. Gut, dann gehen wir doch einfach mal auf meinen besten Soldaten. Das ist ganz normal ein Infanterist und dann gehen wir hier hoch. Hier sieht man schon mal wie in COD so eine Perks. Man kann natürlich auch zwei Perks machen, aber das ist dann für die Goldmitgliedschaft. Ja, was habe ich bis jetzt? Das kriegt man im Tutorial. Erstes Blut und dann macht man halt das Tutorial und dann kann man hier
dass man halt nicht so anfällig ist für Munitionsschüsse und etc. Marathon, dass man halt schneller laufen kann und hier dieses Abzeichen, dass man bei gewissen Schüssen geschützt wird, bezüglich wenn Äste vor einem sind, ja. Hier sieht man die Ribbons wie im Battlefield. Ich habe zum Beispiel den Sprint Level oder Ribbon auf Level 4. Das kriegt man auf Level 3, kriegt man dann quasi Marathon, da kann man länger rennen. Und ja, das habe ich jetzt erstmal drin, dass ich ein bisschen geschützter bin. Aber das Herzstück für, ja, für alle Shooter-Freunde ist natürlich Waffen basteln. Ja, und man kann wirklich eine ganze Menge basteln. Gehen wir doch einfach mal hier hin. Anderes Visier. Ich habe wirklich gute Visiere raufgemacht. Und hier, ja, da kann man wirklich jeden Mist und mit Vor- und Nachteile hier, das ist zum Beispiel höhere Reichweite, geringe Genauigkeit. Da muss man halt abschätzen, ja, mit gewissen Sachen. Und hier sieht man natürlich, was sich da verändert. So zieht sich das durch das ganze Spiel. Man sieht, ich habe bei den ganz normalen Soldaten 10 Punkte frei. Und jede Waffe hat natürlich auch gewisse Punkte. Und so habe ich es erstmal verteilt. Für mich ganz normal. Und man sieht es jetzt hier, Maximus 003, das ist hier quasi mein ganz normaler Soldat, und der hat natürlich, oder mein Panzersoldat, also der Panzerfahrer, und den habe ich eine MP40 gegeben, und aber nichts weiter dran gebaut, glaube ich. Ja, hier habe ich eigentlich nichts, ne? Und dann könnte ich sagen, Zielhilfe oder Abzug, Munition. Gehen wir doch einfach mal ganz schnell auf Munition und sagen, ja, nehmen wir das und sagen, gut, kaufen. Jetzt habe ich das. Ausrüsten, das habe ich ja schon mal ausgerüstet. Ah ja, ich bin ein Vollidiot, habe ich jetzt ausgerüstet, aber es macht nichts. Dann gehe ich hier hoch und mache einen Haken rein, ist schon drinne, weil ich zweimal gekauft habe. Ja, was kostet die Welt? Gut, so zieht sich das durchs ganze Spiel. Ich habe mittlerweile, man sieht, 28 Goldtaler. Kann man sich quasi einen neuen Charakter wählen, oder man wartet. Man sieht, ich habe hier 12.500, ich habe schon einige Spiele gemacht. Das dauert wirklich lange, um ja so viel Geld zu haben, ja, dass man einen neuen Charakter macht. Also ja, ist viel Arbeit, ne? Bei meinem Sniper, was hat der? Eigentlich gar nicht so viel. Ich habe eine Pistole gegeben und jetzt hier mein ganz normalen K98 Scharfschützengewehr. Also ganz normaler Karabiner 98, nur mit einer Zielhilfe oben. Gut, dann kommen wir noch mal zur Sturmtrupps, ja. Und dann sieht man, oh, meine Sturmtrupps sind gerade im Gefecht. Und ich habe die sogenannte erste Infanteriedivision Maximus oder meine Panzerdivision. Und dann kann man sich neue Slots holen und die sind natürlich dann wichtig, um hier hinzugehen. Das ist hier zum Beispiel die große Weltkarte. Lassen wir es, brauchen Weilchen. Alles, was blau ist, weil ich spiele ja Deutschland, sind wir, ja. Und überall, wo es hier so ein bisschen blinkt, sind Gefechte. Da könnte man quasi dazu spawnen. Hier sieht man ja bereit oder nicht bereit. Oder bei dem Charakterbildschirm, da kann man quasi hier auf in den Kampf. Dann gibt man irgendwo also Schnellstart. Gehen wir mal wieder zurück zur Weltkarte. Die Hauptziele sind bis jetzt, dass man hier, wir müssen quasi London einnehmen. Und wir müssen aber auch Berlin verteidigen. Es sieht sehr gut aus. Der Kampf geht gerade 7 Tage und 15 Stunden. Es können auch Kämpfe sein, wenn es auch richtig gute Gegner sind oder die anderen ein bisschen agieren, dass ein Kampf 2 oder 4 Wochen geht. Ja? Also ist keine Seltenheit. Und aber man sieht, also in 2 Tagen würde ich wohl sagen, dass Deutschland England eingenommen hat. Ja? Und ja, hier kann ich quasi auch so ein bisschen General spielen und ich sehe meine Trupps. Ja, der ist doch ganz schön angeschlagen. Jetzt muss ich mal schauen, wo der ist. Ich sehe den jetzt nicht. Die musste ich dann natürlich dann wieder verstärken. Man sieht jetzt hier, wo wir gerade kämpfen, wie viele Gegner gerade auf uns warten und wie viel wir selber haben. Und ja, meine Panzertruppe hat sich quasi so ein bisschen aufgelöst und ich denke mal, ich muss die dann wieder hochleveln und dafür habe ich ja diese Punkte. Also ich kann hier auch ein bisschen General spielen und jeder Punkt hier, wo gekämpft wird,
ist eine separate Map. Klar, die werden sich auch irgendwo wieder, ja, verdoppeln oder man wird öfters mal auf die gleiche Map sein, aber wer Metro spielt, der spielt auch Metro und ist immer die gleiche Map, aber tagesabhängig. Ja, ist mal Nebel, mal ist es früh, mal ist es dunkel. Also es ist wirklich immer tagesabhängig und ich hoffe, mein Trupp wird hier doch ein bisschen ja, überleben. Und ja, also so ist das Spiel aufgebaut und ich finde das eigentlich richtig interessant, ob noch andere Fraktionen, weil man hat ja hier Europa noch separat, ob hier noch Russland dazukommt. Oh, warten wir es mal ab, weil das könnte doch echt ein bisschen tricky werden, wenn man als Deutscher wirklich gegen Amerikaner und gegen Russen kämpft. Das, ja, das könnte dann schon ein bisschen schwieriger sein. Afrika sieht man ja auch. Mal sehen, wie weit es denn noch geht. Also so ist das Spiel aufgebaut, nichts Dramatisches. Jeder, der Lust hat, kann sich ja mal bei der Beta anmelden. Hier oben seht ihr Maximus EX333. Das ist mein, ja, mein Heroes and General Name, kann man jetzt so sagen. Der kann, ja, mich einfach hier adden und man kann ja dann über Google Plus oder Facebook oder sonstige Sachen, was ich ja mittlerweile für euch ja integriert habe bei mir, könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr da vielleicht auch Lust habt und vielleicht können wir auch mal ein kleines Event machen und zusammen da ein bisschen agieren. Also es ist wirklich taktisch basiert oder angehaucht, dieses Spiel. Mir gefällt es wirklich gut und jetzt muss ich mal hier gucken. Ich werde das mal. Hier kann ich natürlich jetzt sagen, ja, ich möchte die aufrüsten, aber solange wie sie im Gefecht sind, geht hier nichts. Und meine Infanterieeinheit, ja, die schlägt sich ganz gut. Ja, Preußen, na logisch, wenn ich in Brandenburg wohne, bin ich natürlich ein Preuße. Was soll es anders geben? Ja, ich hoffe, ihr habt da einen kleinen Einblick jetzt bekommen über dieses Spiel und vielleicht habt ihr ja ein bisschen Lust, mit mir das zu agieren. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich wollte es nicht in die Länge ziehen. Ich denke mal, ich werde die Tage mal so ein, zwei Gameplays hochladen, wo ich da so ein bisschen agiere und ein wenig erzähle über das Spiel, was ich gerade so mache. Gerade zum Anfang bei solchen Spielen ist es doch sehr interessant, wie derjenige interessiert, agiert, meine ich. Bei Battlefield interessiert es mir jetzt mittlerweile gar nicht mehr, wer was da so macht. Ich gucke mir zwar bei einigen Leuten noch Battlefield-Videos an, aber das hält sich doch sehr in Grenzen, muss ich sagen. Es ist, der Zug ist bei mir einfach abgefahren. Muss ich ehrlich sagen. Außerdem, die Server laufen sowieso nicht. Vielleicht, wenn das Video draußen ist, laufen sie wieder. So, das war's erstmal. Euer Maximus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und auch Interesse für das Spiel. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Bye, bye.